Willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale. Wie ich vorletztes Mal ankündigte, hier wäre Kane, der mir von Dark Kane 1987 zugespielt wurde. Dark Kane macht Musik teilweise. Er spielt auf seiner Gitarre, beziehungsweise er spielt die Gitarrengriffe diverser Musikstücke anderer Bands nach, könnt ihr auf seinem Kanal sehen, und er hat ein Let's Play zu Command & Conquer 2, ich glaube in Deutschland heißt es Command & Conquer 3, Tiberium Sun, beziehungsweise Feuersturm. Und was ich auch sehr schön finde, beziehungsweise welches Spiel ich auch sehr schön finde, er hat teilweise auch ein paar Videos zu Harvest Moon. Ja, wie wir sehen, er hat uns den Kämpfer Kane zur Verfügung gestellt. Auch wieder mit ein paar besseren Werten. So viel dazu. Wie kann ich helfen? Was soll ich tun? Ich soll doch nochmal beim... Ach ja, ich habe die Stimme vom Paladin geändert. Das macht mir nichts aus. Ich soll beim Standard-NSC nochmal nachgucken. Hier soll irgendwo ein Speer irgendwo in der Ecke sein. Oder ist der Standard-NSC ein anderer Standard-NSC? NSC. Ich guck mal eben. Ich kann ja leider nichts toll hervorheben. Wenn ich nichts finde, dann finde ich aber nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Tisch, aber den haben wir, glaube ich, schon angeguckt. War eigentlich irgendwas von links in der Ecke? Oder vertue ich mich da im Gebäude? Mir wurde keine Zeit dazu geschrieben, welcher Standard-NSC das war. Gut, ich bin blind, ich finde nichts. Bevor ich jetzt weiter Zeit verschwende. So, dann können wir hier oben nochmal hingehen. Bevor wir hier weiter in irgendwelchen Häusern rumstreunern und ich das vergesse. Hier ist nämlich so ein lustiges Männchen, was immer so, und wie geht dieses verdammte Lied vor sich hin brabbelt. Oh, entschuldigt, mein Freund. Ich habe euch nicht bemerkt. Mein Name ist Jonan. Kann ich euch irgendwie helfen? Alles in Ordnung? Ihr scheint beunruhigt. Ich bin überrascht, dass ihr mich überhaupt bemerkt habt. So tief, wie ihr in Tagträumen versunken scheint. Ihr müsst eure Zeit nützlicher mit Fischen am See verbringen als mit Träumen. Nee, ihr scheint beunruhigt. Nein, nein, mir geht's gut. Ich genieße nur ein bisschen die Aussicht auf den See und versuche, diese Träume abzuschütteln. Der See ist wunderschön, nicht wahr? Träume? Die verblassen normalerweise beim Aufwachen, mein Freund. Vielleicht kann ein Tag beim Fischen sie vertreiben. Ach, diese Träume haben in letzter Zeit in mir gefischt, mein Freund. Es ist so schlimm, dass ich kaum ein Auge zumache. Da wecken sie mich schon wieder auf. Zuweilen ist das sehr ärgerlich. Manchmal scheint es mir, als seien diese Träume realer als die wahre Welt. Als die wache Welt, entschuldigt. Was sind das für Träume? Also, da ist diese Frau. Ihr braucht mich gar nicht so anzusehen. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Sie geht über die Oberfläche des Sees und bestünde sie aus Pflastersteinen. Also, sie geht über den See, als bestünde er aus Pflastersteinen statt aus Wellen. Sie spricht nicht, sie singt nur. Ein wunderschöner Gesang, aber ich verstehe kein Wort. Na, wenn Träume eure einzige Sorge sind, Jonan, geht es euch ja nicht allzu schlecht. Träume sollten ein Trost sein und kein Fluch. Um die Wahrheit zu sagen, mein Freund, verdammt, es macht keinen Sinn. Diese Träume zerfleischen mich wie hungrige Wölfe. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen, bevor die Erinnerung an diese Träume wieder über mich herbricht. Ich zu den Höllen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Wenn ich einen Weg finde, werde ich euch helfen, Jonan. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Ja, hier sind 26 Grad drin. Es tut mir leid. Wie? Ihr macht euch doch nicht lustig über mich, oder? Ich wäre dankbar, wenn ich nur eine Nacht Ruhe hätte. Habe ich das überhaupt vorgelesen? Wie gesagt, das heißt,
Ich werde sehen, was ich tun kann. Sobald mir etwas eingefallen ist, komme ich zurück. Er braucht also Hilfe. Tu deinen Diensten. Sicher. Irgendwer oder irgendwas scheint ihn zu beeinflussen oder man weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja noch was. Hier ist ein Fischbeinschnitzer. Paladin, mach mal hier Hackengas. Geht das nicht? Oh, den Göttern sei Dank. Wer immer ihr seid, ihr kommt genau im richtigen Moment hier vorbei. Ich könnte wirklich Hilfe brauchen. Mein Name ist Sir Crush und wer seid ihr? Ja, sag erstmal, wer du bist. Mein Name ist Esper. Aber bitte, wir haben keine Zeit für solche Höflichkeiten. Ich brauche eure Hilfe. Wo liegt denn das Problem? Ein Wolf ist irgendwie in meine Werkstatt gelangt und tobt nun darin herum. Er hat mich angegriffen, als ich den Laden heute Morgen aufschloss. Ich habe einen solchen Schrecken bekommen, als ich das Tier sah, dass ich den Schlüssel im Schloss abgebrochen habe, als ich versuchte, davonzukommen. Jetzt komme ich nicht mal mehr hinein. Eure Werkstatt? Was verkauft ihr denn? Ich bin Fischbeinschnitzer. Ich schnitze riesige Schädel von Knöchelkopfforellen, kunstvolle Gegenstände, die in diesem Sommer werden Südländer hierher kommen, um meine Arbeit für ihre Kunstläden zu erwerben. Das heißt natürlich nur, wenn es mir gelingt, irgendwelche Arbeiten fertigzustellen. Verdammter Wolf! Was genau soll ich tun? Ich wäre euch überaus dankbar, wenn ihr hineingehen und das dämliche Vieh für mich erledigen könntet. Dann könnte ich mich wieder an meine Fischbeinschnitzerei machen. Zunächst müsst ihr allerdings ein Mittel finden, die Tür zu öffnen. Ist gut. Ich werde euren ungebetenen Gast gleich rauswerfen. Ich danke euch von Herzen. Die Tür zu meiner Werkstatt ist gleich um die Ecke. Bitte seht zu, dass ihr den Höllenhund so bald wie möglich erledigt. Okay, das wird direkt diese Tür hier sein. Gibt es etwas, was ich erledigen kann? Speichern wir mal. Wir haben ja einen Schurken. Stehlen. Obwohl, hier heißen die ja noch nicht Schurken, hier heißen die ja noch Dieb. Schlösser öffnen gelungen und rein in die gute Stube. So, da haben wir schon den Wolf. Greift ihr den schon an? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja, ist klar. Viech? Wäre das noch was? Oder? Okay, Viech ist tot. Überhaupt kein Problem. Gibt uns was Tolles? Nein. Wir können uns hier noch umgucken. Tun wir dieses? In dieser Ecke fehlen Dielenbretter. Spuren von Zähnen und Krallen legen die Vermutung nahe, dass sie von unten durchgebissen wurden. Diese Vitrine enthält verschiedene wunderschöne geschnitzte und polierte Geräte. Gibt es hier noch was Schönes zum Klauen? Diese hölzerne Werkbank ist übersät mit Werkzeugen und Gerätenspänen. Ja, er ist ja Fischschnitzer. In dieser Ecke stehen mehrere Anglerruten und Speere. Keiner dieser Gegenstände scheint besonders wertvoll zu sein. Auf diesen Regalen wurden Geräte von Knochenkopfforellen schön säuberlich aneinander aufgereiht. Und hier ist noch eine Kiste, mit der wir nichts tun können. Hier in der Mitte wäre noch was. Auf diesem Tisch liegen einige Gerätenschnitzereien. Jede scheint sich auf einer anderen Stufe der Vollendung zu befinden. Okay, sein Wolf ist wohl tot. Mal gucken, was er uns dafür gibt. Sicher. Na du? Ich hab deinen Laden gesäubert. Ah, mein Freund. Ich bin so froh, dass der Wolf tot ist. Danke für eure Hilfe. Aber hier habt ihr eine kleine Entschädigung für eure Mühen. Danke, ich muss jetzt gehen. Leb wohl. Okay, erstmal wieder einen ganzen Batzen Erfahrung. 25 Münzen Gold. Weiter geht's. Hier ist noch eine Hütte. Da war doch gerade was. Ich hab's ganz genau gesehen. In dieser Ecke stehen mehrere Angelruten. Ach so, ja. Klar, kennbar. Was haben wir hier? Mehrere scharfe Werkzeuge zum Häuten liegen neben zwei Hundeköpfen. Ein Buch. Natürlich. Und eine Kiste. Ein Winterwolfspelz. Okay, ich habe einen Winterwolfspelz gefunden. Überhaupt kein Problem. Den können wir vermutlich verhökern, oder? Was steht denn dabei? Winterwolfspelz. Der schneeweiße Pelz des Winterwolfes ist weich und edel.
Er wird zu den unterschiedlichsten Kleidungsstücken verarbeitet, angefangen von den einfachen Westen der Barbaren im Norden, Ufgard, keine Ahnung, kann man nicht richtig lesen wegen Hintergrund und Schriftfarbe, bis hin zu den erlegten Wintersohlen, die von den Edelfrauen an der gesamten Schwertküste getragen werden. Warum muss es nur so heiß sein? Wie kann ich am Bett? Ich sehr gerne. Nee, es fällt mir echt schwer, mich zu konzentrieren. Und hinzu kommt, dass die Pollen anfangen zu fliegen. Wenn ihr eins macht, bekommt keine Pollenallergie. Bekommt alles, aber keine Pollenallergie. Sicher. Es ist einfach nur schrecklich. Ja, du bist, Standard. Und du auch? Ja, vermutlich. Ganz genau. Hier haben wir noch den Lageraufseher oder Ladenaufseher. Lageraufseher. Guten Tag, ich bin Shurin. Wie kann ich euch helfen? Seid gegrüßt, ich bin Sir Crush. Was macht ihr hier, Shurin? Nicht viel. Ich verwalte dieses Lagerhaus hier für den Fischhändler Gaspar. Ich werde dafür bezahlt, hier während der harten Winter Beinschnitzereien und Vorräte für den Notfall zu lagern. Das scheint in einer Gegend wie dieser auf jeden Fall sehr wichtig zu sein. Was macht der Rest von Osthafen? Nun, die meisten fischen im Dinneschere-See Knöchelkopfforellen. Damit kann man zwar nicht sonderlich reich werden, aber man kann hier oben leben. Kann man so trotzdem ein sehr gutes Leben führen. Damit kann man zwar nicht sonderlich reich werden, aber wenn man hier oben lebt, kann man so trotzdem ein sehr gutes Leben führen. So, jetzt ergibt das auch Sinn. Ach so, habt ihr in letzter Zeit in der Stadt irgendetwas Interessantes gehört? Naja, bei all der Zeit, die ich hier in diesem vollgestopften alten Lagerhaus verbringe, bekomme ich weniger Klatsch und Tratsch mit. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was hier so los ist, solltet ihr ein paar Runden in der Taverne zur Winterwiege ausgeben. Ihr werdet feststellen, dass Trinken und Seemannsgarngespinne zwei der beliebtesten Hobbys in Osthafen sind. Interessant. Sagt ihr, wovon lebt ihr, Shurin? Ja, du bist Lagerhausaufseher. Sicher wichtige Arbeit. Tschüss. Ja? Ich kann das machen. Das macht mir so, nichts So, es aus. Geht noch weiter nach unten. Hier sind Kisten, ihr sollt nach unten gehen. Macht doch, was ich euch sage. Und was finden wir da Schönes? Ein Riesen, der uns klein hackt. Nein, eine blaue Gestalt. Seltsame blauhäutige Frau. Diese Frau hat eine Haut wie die Oberfläche der See. Hellgrünes Haar und feine Gesichtszüge wie die einer Elfe. Wenn ihr euch ihr nähert, beginnt sie eine sanfte, fließende Melodie zu singen. Die klingt wie eine starke Unterwasserströmung. Aber ihr wisst nicht, warum der Gesang euch daran erinnert. Nach einem Augenblick endet der Gesang und das Gefühl verschwindet. Die Frau blickt euch hoffnungsvoll an. Dieser Gesang. Seid ihr etwa die Frau, die Jaunen in seinen Träumen sieht? Ja, fragen wir sie doch einfach mal. Jaunen? Ja, Jaunen. Ihr seid die Frau aus seinen Träumen, nicht wahr? Ja. Haben eure Augen ihn erblickt? Wisst ihr, wo er wandelt? Ja, ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen. Er sieht euch in seinen Träumen, doch er weiß nicht, was ihr von ihm wollt. Was wollt ihr von ihm? Ich bin Elysia, des Himmels Spiegels. Mein Herz gehört Jonin, doch er darf mich nicht in Fleisch und Blut sehen, sonst werde ich zu einer Welle am Ufer. Ich habe ein Geschenk für ihn. Einer von seinem Blute gab es mir vor langer Zeit. Auch er hielt mein Herz gefangen, doch nicht so wie Jonin es jetzt gefangen hält. Ein Geschenk? Was meint ihr? Vor vielen Spiegelungen des Mondes geschah es, dass der vom Geschlecht Jonins in die Tiefen der See fiel.
Er kämpfte gegen die letzten der großen weißen Schlangen, die auf dem nördlichen Winden schwammen. Die Königin Ikazacht, die nun leblos auf dem Grund des Sees liegt. Ich gab ein Versprechen, das ich halten muss. Was für ein Versprechen? Der von dem Jonim abstammt, bat mich, die Klinge denen von seinem Blute zurückzugeben, falls die Königsschlange Ikarasacht sein Leben trinken sollte. Das tat sie, doch nicht bevor er ihr den Todesstoß versetzen konnte. Aus den Tiefen des Sees habe ich die feuergeschmiedete Klinge herausgeholt, die Ikars das Leben nahm. Sie ist dazu bestimmt, nun Jonin zu gehören. Boah, wer denkt sich sowas aus? Wie heißt denn das jetzt richtig? Ikazaracht oder irgendwie so. Ihr wollt also Jonin das Schwert seines Vorfahren zurückgeben. Doch ihr könnt es nicht, weil ihr euch in Wasser auflöst, sobald er euch erblicket. Es ist eines der Gesetze der Länder unter dem Spiegel des Sees. Wollt ihr Jonin diesen geben und ihm meine Liebe überbringen? Mein Gesang gehört ihm, mein Herz gehört ihm. Ich will dafür sorgen, dass Jonin diese Klinge erhält, Elysia. Hier, dann gebe ich euch dies in Gewahrsam. Bis euer Weg in Jonins kreuzt. Kommt wieder, wenn ihr ihm die Klinge gegeben habt. Ich muss wissen, ob sie zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt ist. Ich werde wiederkommen, sobald ich sie Jonin gegeben habe. Elysia, lebt wohl. Bis später wohl eher. Jonin, ich hab Geschenke und vermutlich die Lösung deines Fluches gefunden. Komm mal her hier. Pollen überall, herrlich. Er träumt immer noch vor sich hin. Der Träumer, der. Das hat eigentlich auch gerecht mit einem von meiner Gruppe dahin zu. Ach, egal. Was? Oh, ihr seid es. Seid gegrüßt. Habt ihr was vergessen, als wir... Warte mal, habt ihr was vergessen, als wir uns das letzte Mal unterhielten? Jonin, ich glaube, ich habe herausgefunden, warum ihr diese Träume habt. Wie? Ihr macht euch doch nicht lustig über mich, oder? Ich wäre dankbar, wenn ich nur eine Nacht Ruhe hätte. Die Frau in euren Träumen ist ein Meeresgeist, Jonin. Ihresgleichen spricht durch Gesänge. Deshalb versteht ihr sie nicht. Ein Meeresgeist? Und was will sie von mir? Warum diese Träume? Sie ist einer der Geister des Sees, die Männer in den Tod locken wollen, Jonin. Die Träume sind eine Art Köder, wenn man so will. Wenn ihr wollt, dass euch diese Träume nicht mehr heimsuchen, müsst ihr euren weltlichen Besitz aufgeben und diese Stadt sofort verlassen. Ihr könntet eure Besitztümer mir überlassen, wenn ihr wollt. Ich werde dafür sorgen, dass sie Verwendung finden. Nein, das werden wir nicht nehmen. Ihr Name ist Elysia. Geschöpfe ihresgleichen haben die Gabe, durch Träume zu sprechen. Sie spricht zu euch, weil sie einen eurer Vorfahren liebte und seit vielen Jahren ein ihm gegebenes Versprechen mit sich herumträgt. Einer meiner Vorfahren? Aber warum kommen sie dann zu mir? Warum kommt sie dann zu mir? Euer Gesicht erinnert sie an ihn. Und euer Herz ist so stark wie seines, wenn nicht stärker. Sie hat sich in euch verliebt, doch sie kann sich euch nicht in Fleisch und Blut zeigen. Sie möchte euch gern etwas geben, das eurem Vorfahren gehörte, wenn ihr es annehmen wollt. Ja, natürlich. Wenn ich das... Tut mir leid, aber das ist ein bisschen viel auf einmal für einen einfachen Fischer. Also es wäre mir eine Ehre, ein Geschenk von ihr annehmen zu dürfen. Hier habt ihr es. Es ist die Klinge, die euer Vorfahr gegen Ikazaracht führte. Die letzte Matriarchin der weißen Drachen. Sie lag fast ein Jahrhundert lang im Herzen des Drachen auf dem Grund des Sees. Tragt sie mit Würde und in dem Bewusstsein, dass Elysia euch liebt. Eure Träume werden euch nun nicht mehr plagen. Beim Grate der Welt. Auch zerbrochen ist diese Klinge ein Wunder. Aber seid ihr keine Träume mehr? Nun ja, sie werden mir fehlen, wenn ich ehrlich bin. Ihr Gesang. Wunderschön. Einfach wunderschön. Ich werde es ihr sagen, Jonin. Lebt wohl.
Juhu, Stufenaufstieg. Was soll ich tun? Wir sind zum König der Welt aufgestiegen oder so. Wir können jetzt alles kaputt hauen. Nein, können wir nicht. Aber es wäre so schön. Stufe 21, Tensei Magier oder so. Was weiß ich. Hatten wir schon, brauchen wir nicht wieder. Ist eh viel zu mächtig. Ihr habt Jonin gefunden? Ja, und ich habe ihm die Klinge gegeben. Mein Dank ist euch gewiss. Bitte nehmt dieses geformte Stück Sand, das ich auf dem Grund des Sees fand. Ich habe gehört, dass für die, die es auf dem Lande leben, solche Dinge von großem Wert sind. Danke, Elysia. Lebt wohl. Du löst dich auf und Valja hat, also unsere Priesterin hat auch einen Stufenaufstieg erfahren. So, wie spät haben wir es? Oh, wir haben noch fast 10 Minuten. So, was machen wir denn? Wir machen erstmal 2 Stufenaufstiege. Wir zuerst. Also ich zuerst. Stufe höher. Das kriegen wir dazu. Steht hier nicht so direkt. Auf jeden Fall kriegen wir 20 Fähigkeitspunkte. Und wir haben das doppelte Leben. Also haben wir 8 Punkte Leben dazu bekommen. Was nehmen wir denn? 10% Schlösser öffnen und Fallen finden, würde ich erstmal sagen. Taschendiebstahl und List. List kann sehr mächtig sein, aber Taschendiebstahl benutze ich persönlich überhaupt nicht, also brauchen wir das nicht. Und die kriege ich auch einfach nur doppeltes Leben. Und ein Priesterzauber mehr, wenn ich mich nicht irre. Genau, was wollen wir denn? Schutz vor Bösem? Oder nehmen wir noch einen Segen? Oder ein Heiligtum? Könnte natürlich auch einen Fluch. Und nehmen wir mal einen Fluch. Können wir den auf andere sprechen? Ein Würfel mit 15 Metern Kantenlänge. Ja. Achso, der Wirkbereich. Naja, ein Würfel mit 15 Meter Kantenlänge ist, jawohl. Ich kann das machen. Ein Stück größer. So, wir können auch alle möglichen Leute beklauen. Mir wurde auch gesagt, wenn ich Lust habe, soll ich doch mal in den Laden gehen, da nach oben und mal gucken, ob der da so irgendwas Schönes noch für mich hat. Nicht der Fischhändler. Taverne zur Winterwiege, nein. Der hier, ne? Genau. Pomaps Warenhaus. Da geht es, glaube ich, noch nach oben. Da soll noch der ein oder andere Schatz liegen. Und der würde uns bei weiterer Ausrüstung unserer Krieger natürlich gut zu Gesicht stehen. Hey natürlich. Du, wir gehen mal hoch, ne? Behalten mal meine Stäbe, die sind eh nichts wert. Ach, hier gibt es auch noch Sachen, die wir so anklicken können. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Hier zum Beispiel mit diesen Teppichen oder was das ist. Kommt ihr jetzt alle mit oder steht ihr da rum? Ja, will ich doch meinen. Oh, das kann doch nicht wahr sein hier. Hier, komm ja, mal ran. Wie du wünschst. Gibt es etwas, was ich erledigen kann? Ja, jetzt kann ich nirgendwo hinklicken, um... Ah, da ist die... Nein, nein, kann ich helfen. Ja, so, jetzt... Kein Problem. Was soll das denn werden? Ihr soll... Das macht mir nichts aus. Ah, gut, geht auch. So, was haben wir hier denn Schönes? Ein Regal. Mit Tränken? Mit Tränken und Zauber, die können wir unseren Magier geben. Und ein erstklassiger Dolch und ein paar Edelsteine. Und eine Kissensitzecke. Okay, wenn sonst nichts ist, was macht denn der Dolch? Er hat einen ETW-0-Bonus. Erstklassiger Dolch. Der typische Dolch hat eine spitz zulaufende, meist zweischneidige Klinge. Und unterscheidet sich dadurch von einem Messer, das nur eine Schneidkante hat und etwas kürzer ist. Ja, interessant. Kann nicht von Klerikern verwendet werden. Damit haben wir jetzt schon mal einen tollen Dolch. Haben wir nicht sowieso schon irgendwo mal einen Dolch plus 1 bekommen? Ja, der ist aber anscheinend genauso. Der hat auch nur einen ETW-0-Bonus von 1 und keinen Extra-Schaden. Das ist schade. Also wir haben auf jeden Fall einen Winterwolf-Pelz, den wir verkaufen können. Eine Perle. Ja, was eine Perle ist, brauche ich eigentlich nicht vorlesen. Gut, man weiß nicht, was hier jetzt unbedingt eine Perle ist, aber lernfähige Kugel. Ich kenne wohl Farbkugel oder wie dieser komische Zauber da hieß. Egal, lernen wir mal, können wir. Kann ich mir immer noch durchlesen. Genau, Ferris ist unser Magier und Schlaf. Magier, lernen hier nämlich Magiesprüche, indem man ihnen diese Schriftrollen hier gibt und dann die ins Zauberbuch einträgt. Kann man hier ins Zauberbuch gucken. Jetzt sehen wir, hier ist jetzt die Farbkugel. Ach, sie heißt hier doch Farbkugel. Und Schlaf.
Zauber vom zweiten Grad haben wir noch überhaupt nicht. Wir haben, wie kann ich am besten zu Diensten? Wie wir gerade gesehen haben, wir haben auf der linken und auf der rechten Seite. Ich zeige das mal eben nochmal, für die, die es nicht wissen. Hier haben wir Zauber, die uns bekannt sind, und hier haben wir Zauber, die wir uns momentan eingeprägt haben, die wir sprechen können. Das Magiesystem ist hier ein wenig, ja, ihr seid zum Glück schon rausgegangen. Ein bisschen eigenwillig, wenn man das nicht kennt, wenn man kein Mana hat. Wenn man ausruht, also man hat ja halt so eine Liste mit einer bestimmten Anzahl von Feldern, die man sich zaubert, die man sich einprägen möchte, reinsetzt. Und wenn man sich ausruht, ich überhaupt kein Problem. Dann prägt sich der Magier diese Zauber ein, die kann er dann sprechen. Wenn er die gesprochen hat, sind die weg. Man sieht das hier zum Beispiel, hier haben wir Zauber sprechen. Hier ist jetzt ein Zauber magisches Geschoss. Wenn wir den sprechen, ist der weg. Dann müssen wir uns wieder ausruhen und dann prägt er sich den Zauber wieder erneut zum Sprechen ein. Das ist halt, weil es kein Mana-System gibt. Schnell, wir müssen Rotgar holen. Es sind die Monster, es sind Monster in der Stadt. Oh mein, halten Sie mich gefressen. Hey, langsam, langsam. Wovon redest du? Monster, ein ganzer Haufen. Sie kamen runter zum Ufer, als ich beim Fischen war. Ich ließ sofort alles fallen und rannte, als ich sie sah. Aber sie haben mich nicht verfolgt. Ich dachte, sie würden mich fressen. Aber wahrscheinlich hatten sie es nur auf meine Fische abgesehen. Wo sind diese Monster jetzt? Auf der anderen Seite der Brücke, unten am See. Mein Papa hat mir gesagt, ich soll nicht ganz allein so weit wegfischen. Aber ich kann nicht anders. Gerade da fange ich die dicksten Fische. Er wird mich umbringen, wenn er erfährt, dass ich den heutigen Fang verloren habe. Alles nur wegen dieser blöden Monster. Keine Sorge, wir werden mit diesen diebischen Monstern schon fertig werden. Und dir deine Fische, wiederbringen. Genau, das tun wir auch. Wir haben ja noch Zeit, sind alle ausgerüstet. Hier, wir haben noch so eine Kugel mit Schleuderdingern. Du hast ein Schwert und eine Rüstung. Du hast jetzt eine Schleuder und keine Kugeln. Ferris hat eine Schleuder und keine Kugeln. Wollte ich das nicht offscreen machen? Ach, egal. Hier, die können da mal hin. Und der Krieger kann mal einen Heiltrank haben. So, du hast einen Bogen und keine Rüstung. So, wo sind meine Kugeln jetzt? Die Kugeln müssen an sie und an den Magier. So. Schade, dass die sich nicht gleich einsortieren und man alles von Hand selber machen muss. Obwohl, so geht das auch genau. Einfach auf den Charakter ziehen und schon ist es ausgerüstet. Was gut, soll ich tun? Dann können wir speichern und mal gucken, was uns hier erwartet. Hilfe, Hilfe, Monster. Ja, alles klar. Die machen die jetzt mal richtig platt hier, wenn wir das schaffen. Fiese Goblins oder was? Goblin unverletzt. Tut mir leid, aber ich kann damn, einer tot. Goblin-Elite-Kämpfer. Einfach angreifen hier. Fast tot. Dip. Oh nein, noch mehr. Goblin leid, unverletzt. Ich kann keine Gnade walten lassen. So, ja. Das war wohl ein kritischer Treffer, der den einen so zerfetzt hat. Da fällt mir ein. Gibt's hier ein Ini-Edit für Blutdetails? Müsste es eigentlich. Müsste man mal gucken. Wahrscheinlich, ich gehe mal stark genau, hier sieht man schon diesen Sack dabei. Das bedeutet, der hat da irgendwas Spezielles liegen. Was haben die denn so mit? Streitäxte, die nehmen wir auch mal mit. Die können wir... Dein Inventar ist doch gar nicht voll, oder? Nein, warum hebst du die andere denn dann nicht auf? Wird erledigt. Jetzt heb dir doch auf. Gut, dann machst du das. So, dann auch nochmal zwei Streitäxte. Sicher. Und ein Bogen ist da noch. Den können wir da nicht so liegen lassen. Und ein Dolch. So. Hier kämen wir, glaube ich, aus dem Gebiet raus. Genau. Aber das wollen wir doch gar nicht. Wie man merkt, das Gebiet hier kenne ich noch. Und hier... Knöchelkopfforellen. Es sind im Prinzip irgendwelche abgeranzten Knochenhaufen. Gut, jetzt ist er sein Inventar voll. Ich wollte schon sagen, jetzt ist er voll. Wie spät haben wir es denn im Spiel? Tag 16. Stunde. Ich hatte gerade nämlich das Gefühl, dass es hier dunkler wird. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ich werde tun, was ich kann. Was ist denn das dir? Erstklassiger Morgenstern. Ein Morgenstern mit einem ETW-0-Bonus von 1. Leider benutzt von uns gerne Morgensterne. Knöchelkopfforelle. Die Knöchelkopfforelle aus den Gräten dieses riesigen Fisches, der nur in den Seen des Eiswindtals vorkommt, werden feine Schnitzereien und Skulpturen hergestellt. Ja, gut zu wissen. Ja. Was soll ich... Sicher. So,
wir können jetzt hier nochmal lang gehen und gucken, ob hier vielleicht nochmal so ein Goblin-Streuner hat. Was geben die überhaupt so? Ah, 22 Erfahrungspunkte. Wir geben die viel Erfahrung. Ich dachte, die geben nur 20. Oder geben die 10% mehr Erfahrung auf einfach. Das wäre ja schön. Das wäre schon ein Grund, einfach anzulassen am Anfang. Später kann man darüber wirklich reden, vielleicht nochmal auf Mittel wieder hochzugehen, wenn das zu einfach sein sollte. Aber der Anfang wird noch schwer genug, wenn wir in die erste Höhle kommen. Seid ihr zurück? Habt ihr diesen Monster meine Fische wieder abgenommen? Ja, der Junge ist aufgeregt, darum stottert er ein bisschen. Heute ist dein Glückstag, Junge. Hier sind deine Fische, oder zumindest was davon übrig ist. Danke, ich sollte jetzt besser nach Hause gehen. Mein Papa macht sich bestimmt schon Sorgen um mich. Leb wohl. Auch nochmal Erfahrung. Perfekt. So, ich glaube, hier ist das dann auch alles, was wir machen konnten, oder? Wir haben doch hier irgendwo ein Tagebuch. Prolog, Mühen, erstes Kapitel. Okay, hier haben wir leider nicht so eine Übersicht aus erledigten und noch zu erledigenden Aufgaben. Haben wir hier vielleicht noch was drin? Ich weiß, hier waren wir schon. War hier oben nur dieser Elf oder war hier noch irgendwas? Ich meine mich zu erinnern, dass hier noch was hätte sein sollen. Nee, dann war hier wohl wirklich nur der Elf. Es geht ja noch irgendwo nach oben. Was sagt denn der Elf? Schön, euch wiederzusehen, Freund. Ich bin nicht euer Freund, Elf. Nein. Seid gegrüßt. Habt ihr auf euren irgendwelche Gerüchte gehört? Nee, das was sagt ihr, stimmt nicht, kann ich mir sagen. Aber irgendwie wird das seltsam. Ich weiß nicht, auf euren Reisen lebt wohl. Ja, interessant, Ratschlag lebt wohl. Naja, er hat nichts Tolles mehr zu sagen. Wir könnten ihn bestehlen. Komm mal her hier. Ich glaube, ich werde dann alleine verkaufen, zukaufen und, könnte ich das bitte haben? Danke. Du hast nichts mitgekriegt. Wie kann ich am besten zu... Ich werde tun, das was ich kann. Das finde ich gut. Überhaupt kein so, raus Problem. Hier, schnell raus hier. Fürs Schlösser öffnen kriegen wir auch noch keine Erfahrung. Fürs Zauberlernen vermutlich auch nicht. Überhaupt also, kein ich Problem. Werde zu... Pomaps Warenhaus eben reingehen. Und nächstes Mal werden wir dann der Sache auf den Grund gehen mit der Karawane, die verschwunden ist und hier schon längst hätte ankommen sollen. Und werde mit dem Ladenbesitzer hier nochmal ein Stück reden. Ach so, der Teppich, genau. Diese dicken, flauschigen Teppiche wurden zur platzsparenden Lagerung zusammengerollt. So, jetzt haben wir das auch noch. Ja, wie gesagt, ich werde mal noch gucken, ob der einiges an Ausrüstung bei sich hat, die man gebrauchen könnte. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.